Hallo, guten Morgen und willkommen zu diesem kurzen Wochenüberblick, was diese Woche so auf euch zukommt, was ich diese Woche für euch spiele und was diese Woche an Videos für euch kommt. Erstens, natürlich steht die ganze Woche schon im Zeichen von Call of Duty Infinite Warfare und dem Modern Warfare Remaster, das ist ganz klar. Ich habe es am Wochenende schon viel gespielt, spiele natürlich immer noch die Singleplayer-Kampagne. Dazu kommt heute das erste Video um 18 Uhr. Das sind die ersten 15 Minuten in Infinite Warfare und morgen um 10 Uhr nochmal eine längere Mission, die ist so 20 Minuten lang. Das ist kein Walkthrough, Playthrough oder wie auch immer, sondern das ist nur, damit ihr euch anschauen könnt, hey, ist die Kampagne was für mich? Im Moment kommen so viele Shooter raus, wer weiß, ob das was für mich ist. Das ist auch unkommentiert, könnt ihr euch einfach anschauen, ob das was für euch ist. Am Mittwoch kommt ein etwas heikleres Thema. Wenn ich Sachen recherchiere, kann es sein, dass ich an sehr merkwürdige Leute gerate. Und dazu habe ich ein Video, was im Moment noch ein bisschen, ich glaube, ich muss es noch zensieren, weil ich mich ein bisschen aufgeregt habe, denn das Thema ist nicht Gaming-related, aber die Art, wie die amerikanischen PR-Leute darauf reagiert haben, was ich dazu erfahren wollte und wie arrogant dort mit deutschen Gesetzen auch umgegangen wurde. Man merkt schon, ich kriege da schon wieder einen Hals, aber ich werde das ein bisschen runtercutten, damit das nicht zu doll ein Rant wird. Das kommt am Mittwoch. Am Freitag gibt es dann mein Review zu Infinite Warfare und zum Modern Warfare Remaster. Lohnt sich das denn, das Ganze? Wie gut ist das Remaster geworden von Modern Warfare, meiner Meinung nach immer noch eins der besten Call of Duty, obwohl mein absoluter Favorite of all times von Call of Duty Nummer 2 ist, weil es der erste Titel war, den ich auf der Xbox 360 gespielt habe und das erste Mal gesagt habe, hey, Shooter auf der Konsole kann ja doch funktionieren. Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob die Remaster-Version von Modern Warfare gut ist. Wie gut ist Infinite Warfare? Call of Duty in Space? Bisschen merkwürdig, haben sie das gut gemacht. Dazu erstmal, wie gesagt, zwei kleine Kampagnenvideos, damit ihr reinschauen könnt, ob es überhaupt was für euch ist. Dann mein kleiner Bericht zu dem, was ich zu einem anderen Thema, was nicht Gaming-related, aber Gadget-related ist, erleben durfte. Und dann bereite ich mich auch vor, nächsten Montag ist ein Event von Microsoft zu den neuen Windows-Geräten und ich werde das erste Mal Microsoft HoloLens ausprobieren. Ich habe leider schon erfahren, dass ich nicht filmen darf, während ich in der HoloLens Augmented Reality, Virtual Reality Mischung unterwegs bin, aber sonst gibt es ja auch noch andere Sachen, die da kommen, Surface Pro etc. Da kommt bestimmt einiges Interessantes zusammen. Ich werde vielleicht mit ein paar Leuten sprechen auf dem Event, mit offiziellen Microsoft-Mitarbeitern und vielleicht auch mit Kollegen aus der Branche, so dass ihr wissen könnt und danach wisst, was kommt eigentlich aus dem Hause Microsoft in den nächsten Tagen. Und ja, das war's für diese Woche. Ich bereite mich, also am 14. ist der Microsoft-Event, ich bereite mich die Woche natürlich schon mal darauf vor, dass ich nicht völlig wie der letzte uninformierte Arsch da ankomme. Ups, hätte ich das zensieren sollen? Arsch? Kann ich ruhig, glaube ich, schon sagen. Ja, das war's schon. Die Woche ist spannend, es wird immer kälter, es fängt an zu schneien, aber wir machen es uns heimelig und ich werde euch einiges zu Infinite Warfare und zu einem anderen Thema erzählen und ich freue mich, wenn ihr zuschaut, liked, kommentiert, wie immer, abonniert den Kanal, damit ihr immer informiert seid und damit fange ich mal an der Woche zu arbeiten. Bis dann!